Wir bitten euch um einen saftigen Applaus. Entschuldigung, das nahm's an. Bitte macht einfach Applaus und sehr viel davon. Ihr wisst, was wir meinen. Aber macht ihn für Lisa! Hi. Hallo, Jan. Ja, der Typ, von dem Martin gerade erzählt hat, diesen Jungen mit dem Comic-Heft, den kenne ich sehr gut. Ich bin mit ihm verlobt. Und ich wollte euch ein bisschen mehr über diesen Mann erzählen, wie er so als Erwachsener ist. Du und ich, wir sind der lebende Beweis, dass ein 100% Match auf Parship noch längst nicht immer einen Volltreffer verheißt. Weil ich eher auf Sixpack und du eher auf Pac-Man stehst, weil ich eher in Mitteleuropa und du eher auf Mittelerde lebst. Einen Typen wie dich hab ich früher nur angelacht, damit der mir die Hausaufgaben macht. Du warst der komische Kauz, der mit Grundschülern Pokémons tauscht, der freakige Typ mit dem Gameboy in der Hand, der einsame Spinner, der nicht mit Mädchen reden kann. Zu deinem Glück sind Nerds ja heutzutage hip, was aber nicht heißt, dass du jetzt weniger weltfremd bist. Schon gar nicht, was die Mädchen betrifft. Ja, ich weiß, mit Gefühlen bist du nicht geschickt. Deshalb erkläre ich es dir auch mit Mathematik. Du und ich, wir sind zwei Parallelen, die auf der Suche nach Schnittpunkten ihr Ziel verfehlen. Doch bevor ich es mit dir probiere, bleib ich doch lieber alleine. Denn der Versuch, uns zu addieren, wäre so sinnvoll wie durch Null zu teilen. Wenn mein Liebesleben eine Dezimalzahl wäre, kämst du bestimmt an letzter Stelle. Wir sind wie Sinus und wie Cosinus. Wir liegen nicht auf einer Welle. Denn wenn ich A sag, sagst du Pi. Und wenn ich frag, warum, sagst du nur 42. Du hast mehr Videospiele als ich Spinnenweben im Regal. Du läufst in Batman-Unterwäsche rum, als wäre das normal. Du hast noch nie im Leben eine Folge Dr. Who verpasst. Und Parabeln sind die einzigen Kurven, die du jemals nackt gesehen hast. Denn bisher ist Siri deine einzig weibliche Bekanntschaft und dein perfekter Urlaub wäre ein 4-Wochen-Trip in World of Warcraft. Und ja, ich weiß, dass es wieder mal ein langer Abend wird, wenn du mir wieder mal den Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek erklärst und du trinkst dabei nicht einmal Bier, weil du danach noch Grand Theft Auto fährst. Du sitzt heute 2 Meter weit entfernt von mir, das sind 10 Zentimeter weniger als gestern noch und doch 2 Meter zu viel, um dich zu berühren. Dabei solltest du gerade wissen, dass es Reibung braucht, um Wärme zu spüren. Doch anstatt den Raum zwischen uns einzugrenzen, umkreisen wir einander wie Tangenten mit Berührungsängsten. Denn meine Nähe macht dir Angst, weil du bei mir keine Knöpfe drücken kannst. Denn du bist nur mit Frauen aus Pixeln vertraut, die mit makellosem Körper und schimmernder Haut in engen Latexhosen mit mörderischen Waffen posen, allzeit bereit, deinem Willen zu folgen. Und heimlich versuche ich schon so oft, etwas mehr wie Lara Croft auszusehen, in der Hoffnung, du würdest dich dann zu mir drehen. Und ich möchte Scotty bitten, deinen Blick von deinem Rechner auf meine Titten hochzubeamen, um dieses Gespräch von Matrizen endlich auf Matratzen zu verlagern. Doch ich traue mich nicht zu fragen, denn im Grunde ist es klar, ich bin viel zu AFK, um dich zu fassen. Und doch kann ich seit Tagen schon nicht lassen, nur an dich zu denken und mir alle Star Trek-Folgen anzusehen, nur um dich zu verstehen, wenn du mir Textnachrichten auf Klingonisch schickst. Habe wochenlang gegoogelt, warum die Antwort 42 ist. Ja, letzte Nacht habe ich daran gedacht, für dich ein Catwoman-Kostüm zu tragen, denn obwohl ich eine Allergie gegen Katzenhaare habe, schnurre ich in deinen Armen wie Schrödingers Pussycat. Ich bin hin und gleichzeitig weg und letzte Woche habe ich mich sogar beim Pac-Man-Spielen erwischt. Denn wenn du dich mit dem Nerd einlässt, verändert sich nicht der Nerd, nein, der Nerd verändert dich. Zugegeben,
Du bist der Bug in meinem Leben, weil du einen Maßeffekt auf alle meine Sinne hast. Denn seitdem ich dich kenne, habe ich fast keine freie Steckdose mehr und du hast dich viel zu sehr in mein Netzwerk eingehackt und meinen Algorithmus völlig aus dem Takt gebracht. Denn gerade du hast das gewisse Higgs, das meine Elektronen Quantensprünge machen lässt, das wie ultraviolettes Licht in die Kerne meiner Zellen dringt und meine Moleküle selbst bei 0 Kelvin noch zum Tanzen bringt. In einer Welt mit vielen Unbekannten bist du meine Konstante, weil du wie eine Primzahl bist, die sich nicht zerlegen lässt. Du und ich. Du und ich, wir sind wie Asymptoten, die sich durch Vektorräume winden und auf leisen, scheuen Pfoten immer näher zueinander finden. Denn du bist der Typ, der mich glücklich macht, indem er mir Liebesbriefe in HTML verfasst, der für mich quer durch Mittelerde bis auf des Schicksalsberges Gipfel rennt und mir den einen Ring nach Hause bringt. Du bist mein Schatz und ich bin dein, denn ich würde alles mit dir teilen, um dein Spieler 2 zu sein. Ganz allein an deiner Seite will ich meinen Beitrag leisten und mit dir die Quest des Alltags meistern. Denn du und ich, wir sind mehr als eine Summe, wir sind eine Synergie und ich folge dir, wenn es sein muss. Auch bis zur letzten Stelle von Pi. Auch wenn keiner damit rechnet. Gibt's eine Formel für uns zwei, ich schreib's auf alle Mathebücher. Du plus ich ist kleiner 3. Vielen Dank.